Papyrus, Pergament, Papier. Das Mark der Staude klebt das Blatt. Der Bimsstein klettert die Haut von Ziege, Schaf und Kälbern, Hadern, Lumpen, Fetzen, der Schöpfbütten ovale Form, Leinen, Hanf und Baumwollfäden. Seine Initiation bedeutete für Mark das letzte Mal, dass er sich im Glauben der Mohawk geborgen fühlte. Es war der Sommer seines 12. Geburtstags. Zusammen mit seiner Großmutter fuhr er mit dem Greyhound-Bus zum Summer Initiation Festival am Großen See. Seine erste Reise über die Grenzen von Shawinigan hinaus. Die Aufregung packte ihn schon Tage vor der Fahrt derart, dass er erst spät nachts fiebrig einschlafen konnte und voller Tatendrang und Unternehmungslust frühmorgens erwachte. Seine Großmutter hatte ihm versprochen, dass er nach der Initiation ein echter Mohawk sein würde. Mark schien es, als sei die ganze Welt seine Familie. Nie wieder hatte er eine solche Geborgenheit verspürt. Sie reichte von der Fahrt mit dem Stamm im Greyhound-Bus über die Tage beim Festival bis zu seinem großen Augenblick, dem Calumet. Alle hatten sich bei Sonnenuntergang am Feuer versammelt. Der Calumet-Tanz begann mit einer Begrüßung Manitus. Dann wurde der Rauch der Friedenspfeife von den Ältesten in einer besonders festgelegten Weise ausgeblasen, während die 12-Jährigen kostümiert in traditionellen Kleidern im Kreis standen und gespannt warteten. Dann tanzten die Pfeifenträger und sein Helfer rhythmisch am großen Holzfeuer. Ihr Körperschmuck wirbelte wie eine lebendige Aura um die Tänzer und verwandelte sie in farbige Erscheinungen aus einer anderen Zeit. Die großen Trommeln stimmten nach und nach in den Rhythmus ein, der Blasebalg brachte das Feuer zum Prasseln und auch Mark und die anderen Kinder wurden vom Schlagen der Trommeln in die feurige Hälte nächtliche Ekstase hineingenommen und mitgerissen. Der Pfeifenträger ging von einem zum anderen. Er hielt die Kinder mit seinen starken Armen an den Schultern fest und ließ sie einige Züge von der Calumet-Pfeife tun. Mark sog daran, bis er die Sterne sah. Dann tanzten sie. Am Höhepunkt des rituellen Tanzes setzte Marks Wahrnehmung plötzlich aus. Ihm schien, als hätte er keine Macht mehr über seine Glieder, die sich von fremder Hand gezogen wie selbstständig bewegten. Als ihn später in Shawinigan die Normalität wieder eingeholt hatte, versuchte er immer wieder mit seiner Großmutter darüber zu sprechen. Doch sie wich seinen Fragen aus. Was beim Calumet geschah, war ein Geheimnis und ging niemanden etwas an. Niemand teilte seine Erfahrungen bei der Initiation mit einem anderen, erklärte sie ihm. Aber Mark war zu sehr beeindruckt, um diese Erfahrung einfach in seiner Erinnerung abzulegen. Als Jugendlicher war er geradezu besessen davon, diesem Erlebnis auf den Grund zu gehen. Hatte er beim Calumet-Tanz den großen Geist gesehen? War er eins geworden mit der Welt, dem Universum? Wie sonst hätte er die Sterne sehen können?